Achtelfinale im Rothaus Bezirkspokal, das stand auf dem Programm. Das Spiel der SG Iringhausen Maler gegen den SC Mengen, also Kreisliga A gegen Kreisliga B. Kurzes Gespräch nach dem 2:0-Sieg der Gastgeber. Bei mir nun Christoph Schmidhäusler und nochmal Spitzname Dietmar Bigler-Scheffel, Vorstand mittlerweile von der VfA Iringen. 2:0, Schmidt, wir haben uns neulich unterhalten oder vor kurzem mit Ersatz hierher gekommen, aber achtbar aus der Ferne gezogen, oder? Ja, ich denke, die ersten 60, 70 Minuten waren mal gut im Spiel. Ich glaube, 2:0 war dann letztendlich so ein bisschen der Gamechanger. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, die letzten 20 Minuten sind wir einfach dann auch nicht mehr zurückgekommen, um noch zumindest den Anschluss zu machen. Vorher waren die Möglichkeiten da, das Spiel für uns zu gestalten auch. Ja, wie gesagt, die letzten 20 Minuten sind wir dann einfach nicht mehr gefährlich vors Tor gekommen. Von daher in der Summe war es okay vom Ergebnis her. Iring war es ein Weiler. Ich denke auch dann letztendlich verdient dann weitergekommen. Und seit dieser Runde, es geht immer. Wenn es läuft, dann läuft es. Ist alles optimal gelaufen. Punktspielstart ideal ist im Pokal. 2:0. Bist du Respekt davor, Menge? Natürlich, weil wir eine Menge kennengelernt durch das Spiel gegen den Zweiten. Und ich habe mir es gewünscht, das Spiel im Pokal. Ich habe gesagt, ich wünsche mir Menge, damit wir uns revanchieren können für die hohe Niederlage der Zweiten. Die Losfee hat uns Menge garantiert, das war okay. Und ja, die Revanche will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben die Marschlinie wieder oder die Richtlinie wieder gezeigt und ja, sehr zufrieden mit der SG, natürlich mit dem Start mit der SG und auch im Pokal jetzt sehr erfolgreich, was nicht so üblich war für Iringen. Und sehr zufrieden mit dem Verlauf der Start der SG. Allgemein, man ist froh, dass wieder Zuschauer da sind. Ich habe so mal rundherum geschaut, ich denke mal, ich kenne mich jetzt Platz hier schnell, aber ich denke mal, gut 250 Zuschauer, tolle Kulisse, oder? Sehr tolle Kulisse, habe ich mir nicht erwartet heute für ein Pokalspiel am Mittwochabend um 19 Uhr, aber sehr toll und ich glaube, wir haben gleich wegen einer Euphorie ausgebrochen mit der SG und wir sind damit sehr zufrieden und ich hoffe natürlich, dass es sportlich auch so weiterläuft. Und der Schmidt an der Wirkungsstätte, haben wir gern was mitgenommen, oder? Ja, wir hätten gern gewonnen, also wir hatten auch vor dem Spiel uns das auch vorgenommen, dass wir haben gewusst, da uns der ein oder andere Offensivkraft gefehlt hat, dass es sicher nicht einfach wird, aber letztendlich haben wir es eigentlich 70 Minuten gut gemacht, wie gesagt, wenn wir unsere Chancen machen, steht es zumindest 1:1 ja, zu dem Zeitpunkt, so macht halt Iringhausen 2:0 und dann, wie gesagt, war auch etwas die Luft bei uns raus. Der Bezirksamt Arno Heger und ich waren ja neulich im Clubheim in Menge, wirklich ein ruhiger Verein, im aller Respekt, was der SC Mengen auf die Beine stellt, fehlt mir nochmal noch der Aufstieg, oder? Ja, ich kann jetzt, wie gesagt, ich habe das glaube ich schon mal irgendwo gesagt, wir wollen uns ja nicht verschlechtern zu letztes Jahr, wo da abgebrochen worden ist. Da war es so, dass wir alle Spiele gewonnen hatten, 7 oder 8 Spiele. Ja. Jetzt will man sich ja natürlich nicht verschlechtern. Letztendlich ist uns aber auch klar, dass die B3 sicher so 6, 7 Mannschaften hat, die da oben mitspielen wollen. Aber wir wollen uns auch nicht verstecken und sagen, okay, wir werden Dritter. Ja, also unser Ziel ist schon da, Erster oder Zweiter zu werden. Und schlussendlich dann auch, wenn man Zweiter werden sollte, dann über die Relegation natürlich aufzusteigen. Und bei euch der Vorteil in der Kreisliga B, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, glaube ich 5, 6 Mannschaften da, wo das Zeug haben, vorne mitzuspielen. Man kann sich mal nicht erlauben, wie jetzt gegen die Portugiesen. Man steht gleich weg aus dem Rennen. Nö, denke ich auch. Also ich hatte auch da nach dem Spiel gegen Portugiesen, war etwas unglücklich. Ich denke, wir hätten das auch für uns entscheiden können in gewissen Phasen. Ja, dann machen sie Portugiesen gut in der letzten Viertelstunde und drehen das Ding komplett. Ja, aber damit muss man leben. Also einmal und damit können wir auch leben, weil ich auch, wie gesagt, wir haben da schon gesehen, dass da Blau-Weiß-Wiere würde ich auf keinen Fall Pfaffenweiler weiß man auch nie so richtig genau. ESV haben wir jetzt am Sonntag, wo oben dabei ist. Von daher ist wichtig, Aufgabe für Aufgabe anzugehen und am Schluss, wenn es möglich ist, werden wir es dann angreifen. Und wirklich, ich erinnere mich an mein Heimfahren, das Schwante, wo die zusammengesammelt mit dem SV der Schwante, gab auch ein bisschen Probleme, das ist ja bei euch, war es eine Wählerrivalität ein bisschen und die sind im ersten Jahr gleich aufgestiegen in die Bezirksliga, also ihr könnt ruhig da SG vor allem der Schwanden folgen, oder? Sehr gern, sehr gern. Nur die Kreisliga A ist stark und das ist das, was vielleicht ein bisschen Hoffnung oder auch es wird keine Mannschaft geben, wo man vorne wegzieht. Wir haben jetzt natürlich die ersten drei Spiele souverän
gestaltet. Aber es gibt schwierige Spiele, schwere Spiele, aber es wird jeden. Und ich hoffe mir jetzt im ersten Jahr natürlich die ersten, unter der ersten drei endlich mal wieder mitzumischen. Weil wir sind mit zwei Mannschaften zusammengekommen, wo gegen den Abstieg gespielt haben. Und jetzt haben wir mit Rheinhausen einen sehr guten Gegner gehabt, einen 1-0 gewonnen, aber das heißt nichts. Es gibt hier in der Staffel, schätze ich mit Sicherheit, 4, 5 Mannschaften, ohne dass ich jetzt Namen nehmen will, wo da oben mitspielen, was mir die Hoffnung macht, dass man mal Spiele verlieren kann, weil es wird ausgeglichen sein. Es wird keine Durchmarsch-Mannschaft geben. Okay. So, obligatorischer Schlusssatz von mir, Schmidti und Bickler. Wir freuen uns auf ein alkoholfreies Apfelsaftschorle jetzt dann, oder? Selbstverständlich, mit Iringer Wein. Also mach's gut, tschüss. Tschüss.